Die Pfingstgemeinde in Deutschland, Push 2020. Bete, bis etwas Spektakuläres passiert. Tag 6, Samstag, der 3. Oktober 2020. Unser Gebetsthema lautet: Bete für den Sieg über alle gegenteiligen und unerwünschten Umstände in deinem Leben und in der Kirche. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus. Psalm 20, Vers 1 bis 9. Ich lese aus dem Bibel Hoffnung für alle. Gebet für den König, ein Lied von David. Der Herr erhöre dein Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott Jakobs beschütze dich. Aus seinem Heiligtum komme er dir zu Hilfe. Vom Berg Zion aus stärke und stütze er dich. Er beachte die Gaben, die du ihm bringst. Deine Brandopfer nehme er gnädig an. Er gebe dir, was du von Herzen wünschst. Was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Wenn er dir den Sieg geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen schwingen. Der Herr erfülle all deine Bitten. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem König hilft, den er auserwählt und eingesetzt hat. Er antwortet ihm aus seiner himmlischen Wohnung. Machtvoll greift er ein und rettet ihn. Manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihrer Reiterheere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Sie wanken und stürzen, wir aber stehen fest und halten Stand. Amen. Das war die Pfingstgemeinde in Deutschland. Ich wiederhole bitte kurz noch einmal unser Gebetsthema. Bete für den Sieg über alle gegenteiligen und unerwünschten Umstände in deinem Leben und in der Kirche. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne, Push 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. Sixième jour, samedi 3 octobre 2020. Notre test biblique est tiré de Psaume chapitre 20, versets 1 à 9. Psaume 20, versets 1 à 9. Je lis. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son œil. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, et nous nous tenons fermes et restons debout. Amen. Notre sujet de prière ce jour, nous prions pour la victoire contre toutes circonstances contraires dans nos vies et aussi dans l'Église. Nous prions pour la victoire contre toutes circonstances contraires dans nos vies et dans l'Église aussi. Soyez bénis. Amen.